Da kommt noch eine andere Plage dazu, da hast du auch unwahrscheinlich oder haben sie auch unwahrscheinliche Aufnahmen zugemacht. Und zwar Warane sind auch in den Everglades häufig anzutreffen. Und ja. Das ist auch, wie lange braucht man, um so eine Aufnahme zu kriegen? Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, also ich bin immer, man sieht Spuren irgendwo in du siehst ja schon, was sich da jetzt irgendwie abspielt, weil da ist ja Mord da ringsrum. Und wenn du dir jetzt Spuren siehst, die jetzt nicht dorthin gehören. Lass sie ruhig ein bisschen laufen. Na gut. Dann werde ich da schon hellhörig und dann passe ich da schon auf. Und das dauert manchmal tagelang, bis du jetzt das Tier irgendwie vor Augen bekommst. Aber wenn jetzt diese Warane, die fressen ja die Alligatoreneier, wie man das jetzt hier so sieht. Mhm. Und der Alligator ist natürlich nicht vom Aussterben bedroht, aber das amerikanische Krokodil, das ja gerade von der roten Liste runtergenommen wurde, weil sich der Bestand jetzt wieder vermehrt hat. Aber die können natürlich, wir sind dadurch gefährdet, dass die amerikanischen Krokodile, Amerika, Florida ist der einzige Ort in der Welt, wo du Krokodile und Alligatoren zusammen in eine Umgebung findest. Jetzt wollte man natürlich gerne wissen, kriegt er den Kleinen noch oder... Nee, der Kleine ist weggerannt. Der Kleine ist weggerannt. Ja, und das machen die auch, die kleinen Alligatoren, die verhalten sich ganz ruhig. Und der Varan hat den mitbekommen, aber dann hat er irgendwie gemerkt, er war abgelenkt gewesen und jetzt flitzt er davon und die sind auch schneller. So, und unsere Zitronella, guck mal, die macht sich jetzt auch hier gerade so ein bisschen. Die macht sie aus dem Stall. Guck jetzt mal an, was das für ein tolles Tier ist. Wunderschön. Jetzt sieht man erst die Dimension von diesem Tier. Das ist ja wirklich unglaublich. Und das Tier kann auch zweimal so lang werden. Das ist ja nun noch nicht ausgewachsen. Also es ist eine ausgewachsene Schlange, aber wahrscheinlich wird sie nicht weiter wachsen, weil im Käfig, die stellen sich einfach so ein, jetzt wenn du im Käfig dich eine Schlange aufziehst, die wird nicht so groß werden wie in freier Wildbahn. Ja. Also die kann ja jetzt 6-7 Meter könnte die schon lang werden in freier Wildbahn. Wie lange? 4 Wochen hat sie jetzt nichts gegessen? Ja. Aber die können auch. Das macht doch schon mal Hoffnung, ne, dass er heute richtig Hunger kriegt. Also bis ein Jahr können die ohne Futter bleiben. Müssen natürlich Wasser haben und die können sehr lange ohne Futter auskommen. Aber Sie haben auch andere Schlangen in den Everglades fotografiert und gefilmt. Was ist da noch alles? Kobras wahrscheinlich auch? Ja, also wir sind einmal losgezogen und wollten eine Python fangen. Und dabei sind wir auf eine Königskobra gestoßen. Und die Königskobra, die war sage und schreibe 4 Meter lang. Das war eine ausgewachsene Königskobra gewesen. Die ist wahrscheinlich auch irgendwie durch den Importeuren freigekommen. Die hat sich freigemacht. Das ist jetzt das ist eine Anaconda, glaube ich sogar, ne? Oder? Kann das sein? Das ist eine Tigerpython. Das ist jetzt in den Everglades, in den Sümpfen von den Everglades. Das sind jetzt die Tigerpythons. Ja. Und das sind alles Pythons hier, ne? Aber jetzt kommen, glaube ich, noch wenn ich die Fotos noch richtig in Erinnerung habe, kommen jetzt noch die anderen Schlangen mit. Nee, das ist auch. Das ist alles Python. Egal, Tigerpython. Erzähl noch weiter. Naja, gut, und da waren wir auf Python-Jagd gewesen und mit Mark haben, das ist zum Beispiel eine Spitting-Cobra. Ja. Da muss man aufpassen, dass die nicht ins Auge spritzt, ne, weil die spritzt ja ihr Gift aus. Die beißen zu, aber die spritzt normalerweise ihr Opfer ins Gesicht und dann erblindest du, ne? Und da haben wir hin und wieder in den letzten 10 Jahren haben wir ein paar Kobras gefangen, eine Königskobra und eine grüne Mamba. Und das ist auch gefährlich. Die Mamba ist doch Mambas sehr gefährlich, zählen zu den gefährlichsten Giftschlangen. Also wenn du von der Mamba gebissen wirst, dann hast du ungefähr 15 Minuten Zeit. Das Krankenhaus, das ist eine grüne Mamba jetzt zum Beispiel. Ne? Haben Sie da auch immer so ein Gegengift oder irgendwas dabei? Nein, das habe ich nicht dabei, aber das Krankenhaus ist relativ dicht dran und dann musst du aber auch mit der Anti-Venom-Unit in Verbindung stehen. Zum Beispiel, als mein Kollege gebissen wurde von der Cobra, der wurde ja gebissen. Ja. Der wollte die einfangen und wurde dabei gebissen und da haben wir dann sofort das Krankenhaus angerufen. Glücklicherweise hatten wir ein Auto dabei gehabt. Dann die Polizei hat uns sofort angehalten, weil wir ja mit losgezogen sind. Und dann haben wir denen die Situation erklärt. Die Polizisten haben sofort das Opfer rausgenommen, weil sie sich dann im Polizeiwagen eingeladen und dann sind wir mit Blaulicht zum Krankenhaus. Dann haben die mit einem Hubschrauber das Antivenin eingeflogen und der Arzt hat mir gesagt, 10, 15 Minuten später, dann wäre man nicht mehr am Leben geblieben. Das war der Albert Kielian, mit dem habe ich jahrelang Dokumentarfilme über Giftschlangen gemacht. Das ist ein Giftschlangenexperte. Und der Mann handelt natürlich Kobras und solche gefährlichen Tiere frei, ohne irgendwelche, der macht keine, diese Hooks, wie heißt das bei euch jetzt, diese großen Stangen? Ja, mit so hinstecken, ja, wo die so das, drauf... Das möchte er nicht machen, ne? der ist mit als Kind so aufgewachsen. Die, glaube ich, ne? Und der Mann, der wurde über 70 Mal schon gebissen, also der hat auch schon irgendwo ein Immunsystem entwickelt, das da doch Widerstand leistet, aber trotz alledem
kann der auch sterben. Und spannend Ihre Geschichten aus den Everglades, spannend auch Ihre Geschichte, wie Sie überhaupt da hingekommen sind, werden wir uns gleich darüber unterhalten. 1967, Heiko, sind Sie geboren in Güstrow. Kindheit war geprägt von Gewalt. Sie sind dann mit 5 Jahren, haben Sie das erste Mal versucht, zu Hause aus auszubrechen. Dann haben Sie mit 15, sind Sie extra schon nicht mehr in die Schule gegangen, um in ein Heim eingewiesen zu werden. Das war damals in der ehemaligen DDR, war das so. Im ersten Heim gab es auch relativ viel Gewalt durch den Heimleiter in dem Fall. Ja. Dann sind Sie in ein zweites Heim nach Schwerin gekommen. Was hat Ihnen dieses Heim dann gegeben in Schwerin? Einfach die Ruhe und die Zuneigung, dass ich mich als Kind dort auf meine schulischen Arbeiten konzentrieren konnte. Und das Lernen hat mir Spaß gemacht, von heute auf morgen. Das hat sich einfach so entwickelt. Ich muss aber noch dazu sagen, dass mit dem 5-jährigen Abhauen, da gab es doch damals die Shiloh Ranch. Ja. Und da habe ich zu viel Fernsehen geguckt. Westfernsehen, das war ja verboten gewesen. Sie wollten damals schon nach Amerika, und da wollte ich, als 5-Jähriger wollte ich schon nach Amerika. Das, also, das ist schon Blut gewesen. Ne? Und das hat sich ja dann nachher mit 25, ja. Und bin ich dann das erste Mal nach Amerika. Und Sie haben dann auch eine Ausbildung gemacht zum Baufacharbeiter, waren dann bei der Nationalen Volksarmee. Und dann waren Sie als Requisiteur beim Theater in Schwerin. Genau, genau. Da haben Sie den Schauspieler Carsten Laske kennengelernt. Carsten, was hat Ihnen diese Begegnung in Ihnen ausgelöst? Naja, das waren alles junge Schauspieler gewesen. Sie sind dort gerade reingekommen und haben dann da versucht, ihr Glück zu machen. Und aber für mich war das immer so, das war interessant gewesen. Schauspiel, die Leute, die müssen auf der Bühne etwas darstellen und das dem Publikum glaubhaft vorspielen. Mhm. Und das Talent hat mir sehr gefallen. Da war viel, wovon ich eigentlich lernen konnte und lernen wollte. Aber Schauspiel an sich, da war ich nicht geeignet für gewesen. Ich hatte mal auch eine Schauspielprüfung mitgemacht in Rostock. Da bin ich sofort durchgefallen. Da habe ich gesagt, okay, einmal und nie wieder. Und am Schweriner Staatstheater hatte ich die einmalige Begegnung mit der wunderbaren Marga Haydn. Ich war ja Requisiteur der Kammerbühne. Und die Marga Haydn ist ja von der Katrin Sass die Mutti. Ach, siehste. Okay. Und eine so tolle Frau. Also die hat mir so viel beigebracht. Und die hat ihr ganzes Leben lang am Theater. Ich glaube, sie war vorher im Ballett gewesen und dann mit 30 müssen die ja dann raus und weiter. Und dann ist sie auf die große Bühne und später auf die kleine Kammerbühne umgestiegen. Aber von der Frau habe ich so viel gelernt. Das ist unglaublich. Also auch diese Courage, sich denn da hinzustellen. Und die war ja auch so talentiert gewesen, die Frau. Oder ist heutzutage vielleicht wahrscheinlich noch. Vielleicht nicht unbedingt was gelernt fürs selber Schauspieler sein, sondern einfach fürs Leben und das, was denn auch viel gebracht hat. Du, und der Vorhang geht auf, ob du da Probleme hast oder ob da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Der Vorhang geht auf und das Publikum merkt davon überhaupt nichts. Dann bist du einfach, verfallen die in ihre Rolle und als professioneller Schauspieler. Und dann machst du da deinen Job. Und das fand ich so toll, weil die Frau war ja damals auch schon über 60 gewesen. Und einfach, ich habe die Frau begeistert, also ich war begeistert gewesen. So ein Talent und im so hohen Alter auch. Leider habe ich ihre Tochter nie kennengelernt, obwohl sie mich einfach mitnehmen wollte zur Deka. Ich war schon auf dem Sofa hier, das ist ganz, ganz sympathische Frau. Ja? Reden wir gleich mal weiter über Florida denn auch. Vorher schauen wir uns mal an, apropos Hollywood, Amerika, etwa Liebesaus? Fragezeichen bei George Clooney.